Servus, mein Schüssler, Rollbeast mit einem weiteren Informationsvideo zu Call of Duty Black Ops 3. Und heute sehen wir uns die Extras, auf Englisch heißen diese Perks, und die Killstreaks, auf Englisch Scorestreaks, an. Fangen wir mal mit den Extras bzw. Perks an. Ich sage jetzt einfach immer Perk, denn das ist mir geläufiger. Und zwar gibt es da, wie in den meisten CODs, einfach drei Perk-Klassen. Also Perk 1, Extra 1 auf Deutsch, Perk 2 und Perk 3. Und schauen wir uns jetzt zuerst mal die Perk-Klasse 1 an. Und zwar sehen wir da erstens Flag Jacket. Das ist einfach, schätze ich mal, kugelsichere Weste, kennt man aus Black Ops. Also vieles ist uns schon bekannt. Blind Eye, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das blinde Überwacher ist, aber wahrscheinlich schon. Ghost kennt man auch aus Black Ops 2, ist Geist, einfach für Drohnen unsichtbar. Blast Suppressor ist für diese Thrust Jumps, in AW kennt man das auch, den Strahldämpfer, damit man einfach diese Thrust Jumps auf der Map nicht sieht. Afterburner habe ich wirklich keine Ahnung, vielleicht kann man da dann schneller laufen oder keine Ahnung, das ist das Einzige, was ich nicht weiß. Und Overclock, da sieht man dann da steht's, da bekommt man einfach die Spezialwaffen oder die Spezialfähigkeiten einfach schneller. Kommen wir zur Perk Klasse 2 und da sehen wir als erstes Hardwired, das ist einfach so wie fest verdrahtet, kennt man auch aus Black Ops 2. Scavenger ist Plünderer. Fast Hands, flinke Hände kennt man auch, einfach um schneller Waffen zu wechseln und so. Tracker habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, was das sein sollte. End Up, weiß ich dieses Mal auch wieder nicht, also da sind zwei, was ich nicht weiß. Und Cold Blooded, das kennt man auch wieder aus Black Ops 2, ist einfach kaltblütig. Und kommen wir zur Perk Klasse 3. Da sind wir als erstens Engineer und zwar ist das Techniker aus Black Ops 2. Ja, kennt man auch, also man sieht so S-Minen zum Beispiel aus Black Ops 2, sieht man so rot markiert durch die Wände. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dead Silence ist einfach auch wieder aus Black Ops 2, mir fällt gerade der Name nicht ein. Richtig peinlich gerade, auf jeden Fall, damit man leise durch die Map geht. Awareness ist dann genau das Gegenteil, man hört dann besser die feindlichen Fußschritte. Kennt man auch aus Black Ops 2. Dann Tactical Mask ist einfach die taktische Maske gegen Schockladungen und Blendgranaten. So kennt man auch wieder aus Black Ops 2. Also man sieht, viele Sachen kennen wir schon. Gong Hu kennt man aus Advanced Warfare. Da kann man einfach unterm Sprinten und so schießen, also schneller reagieren und auch unterm Sprinten Granaten werfen. Und so steht die Beschreibung da auf Englisch. Und dann noch zum letzten, das ist Sixth Sense. Ich habe mir da jetzt so eine bisschen so was gebildet, wie soll ich sagen, auf jeden Fall bin ich mir da nicht ganz sicher, aber ich habe mal ein Video gesehen, dass es da so rote Fußstapfen gibt, damit dass man die Laufwege von dem Gegner sieht dann, und ich glaube, das ist dann der sechste Sinn, dass man dann diese Fußschritte sieht und dann die Laufwege vom Gegner verfolgen kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht eins aus der Perk Klasse 2 ist oder so. Auf jeden Fall ist mir schon bekannt, dass es ein Perk dafür gibt, dass man die Fußschritte vom Gegner sieht, also die Laufwege, und ich schätze mal, es ist einfach dieses Perk Sixth Sense, also sechster Sinn. Und dann kommen wir noch zum Schluss zu den Scorestreaks. Da sind nicht alle bekannt, also die Killstreaks auf Deutsch, okay, ist auch nicht deutsch, aber in der deutschen COD-Community sagt man halt Killstreaks. Und da habe ich nur ein Bild leider in der schlechten Qualität und da kann ich nicht von jedem, von jeder Killstreak den Namen lesen, aber ich weiß ungefähr, was das für Killstreaks sind. Und zwar kommen wir zum ersten, da haben wir die UAV, ist einfach die Drohne. Dann haben wir ein HCXD, das kann ich auch noch lesen, ist irgendein Gefährt, aber ich kann die Beschreibung dazu nicht lesen, vielleicht könnt ihr ja lesen und ihr wisst Bescheid. Dann glaube ich, hier haben wir Dart, das glaube ich, schätze ich mal, ist so eine Hunter-Killer-Drohne wie aus Black Ops 2. Dann Care Package ist einfach ganz normal Vorräte. Dann eine Counter-UAV, Konterdrohne, Lightning Strike, Blitzschlag. Dann das nächste kann ich leider nicht entziffern, meine Freunde. Das übernächste dann auch nicht. Dann das vierte in der zweiten Reihe, fangt mit Wrath oder so an, W-R-A-T-H, glaube ich. Ist irgendein Flugzeug auf jeden Fall, schaut so danach aus. Dann haben wir ein, ich kann es wirklich nicht nehmen, ich glaube, das heißt R-A-P-S. Ein Raps, das ist dieses runde Gerät, das man im Trailer auch gesehen hat. Natürlich ist auch wieder der Trailer unten verlinkt und auch das letzte Video.
Da seht ihr diesen auch. Dann ist das nächste auch neu. Ich kenne den Namen nicht, aber ich weiß anhand des Bildes, das stellt so einen Soldat dar, so einen Roboter-Soldat. Und dieser hilft euch dann einfach zu kämpfen. Also ihr seht dann in der dritten Reihe das erste. Und dann haben wir noch in der dritten Reihe das zweite, kann ich auch nicht lesen. Sieht aber auch nach einem Flugzeug aus, keine Ahnung, Loadster oder so. Und dann sind noch weitere sechs so gesperrt. Aber da sehen wir auf jeden Fall mal ein paar, also mehr als die Hälfte. Und ja, das war das heutige Video. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, würde mich freuen für diese Informationen. Und wenn ihr weitere Informationen wollt, natürlich auch Like, aber ihr wisst ja, ich bin nicht der Push-Typ. Beenden wir dieses scheiße Video, ey. Ja, und wer sich dieses Video bis hier reingezogen hat, dann hat man entweder kein Leben oder man hat kein Leben. So sind halt die Menschen heutzutage. Haut rein und ciao. Direkt trifft und dann explodiert er noch. Falls ein anderer Gegner dann daneben steht, dann kann man dann schöne Kills machen noch zusätzlich. Der vierte Charakter nennt sich Tempest. Dieser hat einen